Das brandneue Thrustmaster Hypercar Wheel Add-on betritt den Markt. Thrustmaster legt die Latte in Sachen Materialqualität, Stichwort Alcantara, perforiertes Leder und Forged Carbon höher. In diesem Video sprechen wir über alle Details bis hin zur Rennstrecken-Performance. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn, wie gewohnt, der Disclaimer. Thrustmaster hat dieses Lenkrad als Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dieses längerfristig für euch in meinem Kanal testen und auch reviewen kann. Du selbst kannst dieses Lenkrad in den nächsten Monaten hier bei mir in meinem Simracing Testcenter unter die Lupe nehmen. Buchen und besuchen heißt die Devise. Klick bei Interesse. Die Links unter diesem Video auf meiner Homepage findest du das Kontaktformular. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Ich habe lediglich einen offiziellen Amazon-Affiliate-Link, wo ihr von der Zahnbürste bis zur Waschmaschine bestellen und meinen Kanal unterstützen könnt. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, Preis und Bezug. Das Thrustmaster Hypercar Wheel Add-on, so lautet die genaue Produktbezeichnung, ist um knapp 400 Euro im Thrustmaster Webshop oder wie gewohnt dann künftig bei diversen Distributoren gelistet. So viel zum Preis, weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, dem Lieferumfang. Im Lieferumfang erhaltet ihr das Lenkrad samt integrierten Quick-Release-Adapter, welcher passend für die Wheelbase-Modelle T818 und T598 ist. Weiter sind Sticker und eine Pinzette im Lieferumfang enthalten. Die Ware kommt wie gewohnt bei Thrustmaster sehr gut verpackt und gepolstert in einer ordentlichen Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, das ist die Kompatibilität. Das Lenkrad ist durch den integrierten Quick-Release-Adapter, das kommt fix fertig zusammengeschraubt zu euch, mit der T818 und T598 Base kompatibel. In Sachen Plattformkompatibilität hängt der Support mit der eingesetzten Wheelbase zusammen. Mit der T818 Wheelbase gibt es PC-Kompatibilität only und wird die T598 Wheelbase eingesetzt, dann gibt es zusätzlich noch PlayStation-Kompatibilität obendrauf. Kapitel Nummer 4, Ausstattung und die technischen Details. Dieses Kapitel sehen wir uns wieder am besten live und direkt an und ich zeige euch, was dieses neue Hypercar Wheel zu bieten hat. Das Thrustmaster Hypercar Wheel bringt 1498, sprich knapp 1500 Gramm, 1,5 Kilogramm auf die Waage. Wie sieht es aus mit den Abmessungen? Wir haben einen Durchmesser, das seht ihr hier, so eine ovale Form. Ganz außenseitig gemessen würde ich sagen 315 bis 320 mm und dann eben dieses ovale Design. Das ist wie D-Shape oben und unten, 250 zusammengehend und ihr habt eine Baulänge inklusive Quick Release von um die 115 mm. Das sieht nach innen so wie nach einem geschlüsselten Design aus, so etwas nach innen gehend, wenn es mit Alufelgen hält, so wie eine Tiefbettfelge. Und rückseitig betrachtet seht ihr eben diesen aktuellen Quick Release, das heißt Out of Box Ready to Go mit Thrustmaster T818 und mit dem eben reviewten T598 direkt angesteckt und los kann's gehen. Kommen wir zu den technischen Details. Wie sieht es aus in Sachen Lautstärke, Shifter, Mechanik? Guckt hier bitte drauf, aus unmittelbarer Entfernung. Sind wir bei 75 Dezibel. Das ist ein mittellautes Schaltgeräusch. Ein mittellautes Schaltgeräusch, das sich haptisch gesehen sehr knackig anfühlt. Hier wird nichts weggedämpft. Ihr seht, bei den Shiftern entsprechend Magnetik-Shifter, hier oben eingebettet so einen rechteckigen Magnet und hier innenseitig ebenso im Pedal eingelegt auch so ein Magnet. Wie sieht es aus mit der Dämpfung? Die ist nur sehr marginal am Start, was ich hier so sehen kann. Und darum habt ihr eben ein knackiges Shift-Gefühl, das mit einer Range, mit einer Länge, ich messe euch das auch nochmal eben schnell raus, das sagen 6-7 mm würde ich jetzt sagen, ja, in Richtung 8 mm sogar, du hast einen relativ langen Schaltweg. Kommen wir zur Ausstattung des Wheels. Oberseitig, hier links, hier rechts, Thumb Encoder, einmal, zweimal, daneben so einen eingelassenen Button, den du drücken kannst. Du hast hier so Switches, nach oben, nach unten, 4 Buttons.
hier Thumb Encoder oder beziehungsweise Front Encoder, die du drücken und drehen kannst, eine eingelassene LED hier oberseitig. Und hier spannend, neues Design, habe ich so noch nie gesehen, analoge Pedals, die du mit dem Daumen drücken kannst. Die sind sehr gut erreichbar, hier direkt mit dem Daumen vom Wheel. Und unterseitig hast du nochmal eben solche, ja, solche Buttons, die du nach unten switcht, nach unten drückst. Das ist die frontseitige Ausstattung, nicht ganz symmetrisch, denn auf der linken Seite hast du keine Buttons, sondern das ist ein Vierwege-Switch oben, unten, links und rechts. Und wenn du jetzt das Wheel umdrehst, dann rückseitig eben die normalen Shifter-Pedals, Shift-Up, Shift-Down, den Quick-Release. Und hier rückseitig siehst du diese Mechanik von den nach vorne angebrachten analogen Pedals bzw. analogen Buttons in dem Fall. Wie sieht es mit der Haptik, wie sieht es mit den Materialien aus? Du hast ein edel überzogenes Lenkrad hier oberseitig mit Alcantara, ein Mittelstellungsring hier aus Metall. Du hast perforierte Ledergrips, die sich wunderbar anfühlen, extrem sauber vernäht worden. Das ist schöne Qualität. Du hast diese Encoder aus Metall, einmal, zweimal. Das hier ist Kunststoff, aber hier wiederum Front-Encoder Metall. Ein sauber klickendes Feedback, hört mal rein. Die rasten super ein. Gleiches gilt hier oben, die nicht ganz so knackig wie die hier. Analoge Achsen, sehr schön geführtes, exakt gelagertes Gefühl hier, um diese zu bedienen. Dann diese Front, hier ist alles Metall, da hat Thrustmaster dann nichts gespart. Hier habt ihr so eine Applikation im Forged Carbon Design. Wie sieht es hier rückseitig aus? Das ist ein Kunststoffgehäuse, das aber sauber verarbeitet wurde. Und hier die Shifter-Mechanik, wertig ausgeführt, gute Aufnahme, Metallpedals in so einem matten Grau anodized, das heißt eloxiert. Du siehst hier noch eine Verstellmöglichkeit, die ich euch noch vorenthalten habe. Ich bin jetzt hier in dieser Default, so kommt dieses Ding out of box. Und was kannst du noch erkennen? Ja, ein komplett neues Design, das ich so von Thrustmaster nicht kenne. Ja, ein spannendes Wheel, zweifelsfrei. Wie sieht es aus mit den Auslösemechaniken? Du hast hier so dieses klassische Feedback der Buttons, relativ kurz, 2 mm würde ich sagen. Diese Switches haben einen guten Widerstand. Auch dieser Button sehr angenehm. Drücken der Front-Encoder möglich. Und was ich euch noch schulde, ist das Auslösefeedback der Shifter-Pedals. Das gucken wir uns jetzt noch schnell an. Da sind wir bei um die 1250 Gramm, das ist so ein mittelkräftiges Auslösefeedback, das hier Thrustmaster mit dem Hyper-K Wheel Add-on an den Start bringt. Zurück von der ganzen Technik, Kapitel Nummer 5, die Software. In diesem Punkt verweise ich auf das erst kürzlich hochgeladene T598 Review in meinem Kanal. Hier bin ich auf alle Details rund um die Software eingegangen, da gab es einen Move hin zu einer Windows-App, guckt euch das bei Bedarf an und wichtig für euch ist wie immer, dass ihr den aktuellen Treiber im Einsatz habt und bei Bedarf eure Wheelbase auf den aktuellen Firmware-Stand updatet. Bist du Consolero-only, kann es Sinn machen, dieses Ding mal zumindest an den Laptop zu hängen und auf den neuesten Stand abzudaten. Kapitel Nummer 6, unser Hauptkapitel, der Rennstreckentest. Gehen wir am besten live ins Rig. Drehen ein paar Runden und ich sage euch, was dieses Hyper-Car Wheel zu bieten hat. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs hier mit Assetto Corsa Competizione und springen dann später noch ins alte Assetto rein. Jetzt kurz zum Setup, das wir hier am Start haben. Ein Simlab GT1 Evo Rig, das bewegt wird von Simrig SR3 Motion System, Simicube Active Ultimate Pedale. Was gibt es noch zu sagen? Eine Thrustmaster T818 Wheelbase und klarerweise unser Hyper-Car Wheel Add-on von Thrustmaster. Das so die wichtigsten Dinge. 49 Zoll Monitor, 32:9. Und wir splitten heute den Rennstreckentest in zwei Teile. Jetzt nochmal kurz so zur Funktionalität, zu diesen LEDs, was diese können. Und dann springen wir wirklich in den Hyper-Car rein. An dieser Stelle mache ich etwas langsam und zeige euch jetzt diese
hier unten eingebetteten LEDs, die euch die Drehzahl bzw. den Drehzahlstatus signalisieren. Geringe Drehzahl hier in grün, höhere Drehzahl auf gelb, dann rot und dann rot blinkend. So, jetzt hast du eine Möglichkeit, dies zu verstellen. Diese Buttons nach unten sind belegt, um eben Verstellungen durchführen zu können. Du hältst diesen gedrückt 2-3 Sekunden und kannst dann hier einen Betriebsstatus einstellen. Hier von grün über rot, blau und hier so ein Violett. Violett, die LEDs sind dann ausgeschalten. In rot waren wir eben, gehen wir mal auf dieses Blau. Hier nochmal nach unten gedrückt halten, um dies zu übernehmen. Und wenn du jetzt guckst, hast du Drehzahlstatus, geringe Drehzahl off, dann grün, dann gelb, dann rot und dann blau. Das heißt, dann hast du eben blau bzw. blau blinkend statt rot blinkend. Das siehst du jetzt hier. Eine andere Möglichkeit, die du noch hast, ist hier das grüne Settings. Da gibt dir einen Status über analoge Pedals, wenn du diese belegst und verwendest. Und eine weitere Möglichkeit, die du hast, ist hier diesen Encoder zu drehen. Da hast du die Helligkeit dieser LEDs hier nach unten wieder übernehmen und du gehst schon wieder raus auf die Strecke. So zu den LEDs, zur Nutzung der LEDs. Eine weitere Sache, die wir kurz besprechen, ist, wie sieht es aus mit Handschuhnutzung? Für viele von euch interessant. Ich habe hier Lion GP Handschuhe. Da habe ich mit dem Lion GP Macher auf der Simracing Expo gesprochen. Die bieten coole Handschuhe in meinen Augen an. Da kann man kurz mal dafür Werbung machen. Auch dafür bekomme ich nichts bezahlt. Aber jetzt in den Rennstreckentest einzubauen, um euch auch rückmelden zu können, wenn ihr die Handschuhnutzer seid, wie es euch damit geht. Ich finde, ihr habt genug Platz, auch mit Handschuhen, die jetzt hier mit den Freistellungen hier unterhalb, gibt es absolut keine Probleme. Shifter-Pedals gut erreichbar, Buttons, diese kleinen Buttons eventuell klein zu erfüllen jetzt mit den Handschuhen, das ist ein kleiner Nachteil, wenn du jetzt als Handschuhnutzer unterwegs bist. Diese analogen Pedals hier, die kannst du gut drücken, da gibt es keine Probleme. Und ja, klarerweise, was dir jetzt entgeht als Handschuhnutzer, ist dieses großartige haptische Feedback, aber das ist immer eben Geschmackssache, liegt im Auge des Betrachters. Ich bin üblicherweise bzw. immer ohne Handschuhe unterwegs. Ja, so viel zur Handschuhnutzung. Hier diese Encoder, die lassen sich gut bedienen. Auch diese oberseitigen Buttons und wie gesagt, die VIP-Schalter könnt ihr nur belegen nach oben, denn nach unten sind diese eben an die Verstellung dieser LEDs gebunden. An dieser Stelle springe ich jetzt raus. LEDs haben wir besprochen, Handschuhnutzung auch. LEDs, achtet darauf, welche Spiele da unterstützt werden. Das alte Assetto Corsa, da habt ihr noch keinen Output dieser LEDs, die bleiben statisch. Das ist ein kleiner Nachteil noch zu Beginn, vielleicht wird das noch nachgepatcht. Werden wir sehen, Assetto Corsa Competizione funktionieren sie, bei Automobilista 2 habe ich auch getestet, funktionieren die und bei Le Mans Ultimate habe ich auch getestet, auch da funktionieren diese. Ich melde mich gleich in Kürze wieder bei euch. Los geht's mit dem alten Assetto Corsa, Highlands, die Strecke und mein All-Time-Favorite bei den Hypercars Pagani Zonda R. Postet auch gerne mal in den Kommentaren mit rein, ob ihr diese völlig verrückt übermotorisierte Klasse ab und zu am Start habt und wenn ja, welches euer Lieblings-Hypercar ist. Da sind auch diese Ferraris, heißen die 599X mit bei und andere Fahrzeuge, ja, absolut unvernünftig übermotorisiert, aber richtig geil. Coole Abwechslung zu den üblichen GT3 oder Formula-Rennen. Auch McLaren, ich glaube P1 ist das, aber jetzt soll es um das Wheel gehen. Ein Wheel, das beginnen wir mit der Haptik, großartig in den Händen liegt. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung, auch Kunden bereits in meinem Testcenter hatten das Vergnügen, eine Runde mit diesem Wheel zu drehen. Ja, und wenn du dieses Wheel jetzt in Händen hältst, das fühlt sich haptisch und ergonomisch einfach großartig an. Da hat Thrustmaster ein Wheel an den Start gebracht, das sich jetzt diesbezüglich nicht vor Lenkrädern in noch wesentlich höheren Preisklassen verstecken muss. So viel kann ich euch rückmelden und eben auch Kunden in meinem Testcenter, die einige Runden damit gedreht haben.
Ähnliches gilt für die Shifter. Überraschend für mich eine großartig gelagerte und knackig auslösende Shifter-Mechanik. Nicht übertrieben kräftig, aber wirklich ein sehr gutes Mittelmaß, das hier Thrustmaster gefunden hat, um diese Pedals zu betätigen. Was mir auch gefällt, es sind schöne große Pedals, die jetzt hier glatt, metallisch, sich kühl, angenehm anfühlen. Und ebenso ein Vorteil ist, dadurch, dass die analogen Pedals hier zum Daumen nach vorne gesetzt worden, hast du schön breite bzw. lange Pedals am Start. Du kannst diese mit jeglichen Fingern erreichen, deine ganzen Finger hier kompakt bzw. bequem drauflegen und ja, wirst keinen Schaltvorgang vermissen. So viel jetzt zur Haptik und zum ganzen Gefühl jetzt an diesem Lenkrad. Kommen wir zur Funktionalität, zur Ergonomie. Hier hast du gut erreichbare Buttons über die Daumen, das kannst du hier sehen. Diese Farming-Coder musst du die Daumen etwas spreizen, um diese dann bedienen zu können. Diese kleinen Buttons, da hast du gleich mal 4 Buttons hier auf der rechten Seite. Das ist ein Vorteil, dass du mehrere Eingabemöglichkeiten hast, aber die Buttons eher klein ausgeformt. Die fallen etwas ab, die wirken etwas billig an diesem Lenkrad. Das gefällt mir nicht so gut. Sind funktionell, ja, aber haptisch, designtechnisch jetzt nicht das Maß der Dinge. Diese Wippschalter, darüber haben wir gesprochen, die kannst du nur nach oben hin belegen, finde ich schade. Jetzt für Traktionskontrolle würde ich gerne auf einem Wippschalter hier plus nach oben, minus nach unten belegen, das geht nicht. Denn wie gezeigt, die nach unten gedrückte Auslösung, die ist dafür da, um diese LEDs zu verwalten. Wie sieht es aus mit dem Force-Feedback-Verhalten? Hier über das Kopfsteinpflaster gerade passend. Sehr gute Effekte, die hier das T818 an deine Finger bringt. Sehr klar, sehr gut. Da hatten wir die Diskussion, ja, Quick-Release, Verbundkunststoff oder Vollmetall. Natürlich gehen dir feine Effekte verloren. Das muss dir bewusst sein, aber nichtsdestotrotz eine gute Performance, die hier das T818 jetzt auch an das Hypercar Will bringt. Es macht Spaß, mit diesem Lenkrad unterwegs sein zu können. Ich finde diese Größe auch sehr passend gewählt. Ein schöner, satter Durchmesser. Auch diese Abflachung hier oberseitig, die dir dann mehr Sicht auf deinen Bildschirm freigibt. Das ist eine gute Idee hier, dieser Formfaktor Hypercar Will, welches du dann natürlich auch für unterschiedliche Fahrzeugklassen einsetzen kannst. Bist du der GT3-Fan? Auch da spricht nichts dagegen, so ein Hypercar Will einsetzen zu wollen. Bei Formula, ja, etwas großer Lenkraddurchmesser, dann hast du nicht mehr diese extreme Agilität, Snap-Oversteer und diese ganzen Sachen. Da wäre ein kleinerer Formfaktor wahrscheinlich die bessere Wahl. Die LEDs, auch darüber haben wir gesprochen, währenddem hier dieser Ferrari den Spoiler zum Bremsen hochklappt. Das ist ja immer wieder eine Show, hier hinterherfahren zu können. Absolut geil. Ich bin Fan von anderen Fahrzeugklassen, das wisst ihr aus meinem Kanal. Ja, so viel jetzt zum heutigen Rennstreckentest. Schade, dass diese LEDs nicht beim alten Assetto Corsa funktionieren. Ob diese mal nachgepatcht werden, wage ich zu bezweifeln. Bei Assetto Corsa Evo werden wir diese sicher wieder am Start haben. Und währenddem wir hier jetzt mit satten 315 km/h und noch schneller über die Highlands gerade brettern. 325, wow, 330. Hier ganz entspannt mit euch jetzt beenden wir den Rennstreckentest. Das soll es gewesen sein hier mit dem Hypercar Will von Thrustmaster auf der T818 Base im Pagani Zonda R. Und ich melde mich in Kürze wieder für euch, um alle wichtigsten Dinge nochmal zusammenzufassen.
Zurück vom Rig kommen wir auf die Zielgerade, negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 7, negative Aspekte. Diese in der Mitte angebrachten VIP-Schalter können nur nach oben gedrückt belegt werden. Nach unten gedrückt kannst du nichts belegen. Da diese Einstellung eben nach unten gedrückt und draufbleiben für diese LED-Einstellungen am Wheel herangezogen werden. Ich würde beispielsweise gerne die Funktion, keine Ahnung, Traction Control Plus und Minus auf ein und demselben VIP-Schalter belegen. Das ist eben in dieser Form nicht möglich. Nächster negativer Punkt, Vorsicht, das ist subjektiv behaftet. Die Shifter-Mechanik ist mit rund um die 75 Dezibel laut und das könnte in hellhörigen Umgebungen oder bei geräuschempfindlichen Mitbewohnern, wenn jemand beispielsweise neben dir Fernsehen gucken will, zu Problemen führen. Hier würde ich mir Dämpfungspads wünschen, die im Fall der Fälle nachgerüstet werden könnten. Kapitel Nummer 8, die neutralen Aspekte. Die sehr kleinen Buttons haben ein durchschnittliches Feedback und einen sehr kurzen Druckpunkt. In Sachen Gehäuse kommt Kunststoff zum Einsatz, welcher aber auf der anderen Seite wieder ordentlich und knarzfrei verarbeitet wurde und von meiner Seite als in Ordnung beurteilt wird. Bei den LEDs ist die Anordnung an der Unterseite des Wheels etwas gewöhnungsbedürftig, da diese dann nicht so gut ins Auge springen, als wenn man diese weiter oben positionieren würde. Und letzter neutraler Aspekt ist der Einsatz von Verbundkunststoff des Quick Release Adapters. Dieser macht im Rennstreckentest einen guten Job, reicht aber an Konstruktionen aus Vollmetall nicht heran. Und als letzter neutraler Aspekt ist der Preis von knapp 400 Euro. Das ist nicht überteuert, ist kein Schnäppchen und geht für mich als neutral durch. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, die positiven Aspekte. Ein wertiger Einsatz von Materialien wie diese Forged Carbon Abdeckung bei der Front und Metall bei den Shifter Pedals, schön eluxiert und der edle Lenkradbezug mit einem Mix aus Alcantara oberseitig und perforierten Echtleder an den Griffflächen, das sind haptische und optische Pluspunkte. Die Schaltmechanik der Pedals ist sehr gut gelagert. Das ist bis dato die beste Schaltmechanik, die ich bei Thrustmaster so erlebt habe. Die ist knackig und präzise. Die Pedals selbst sind in Sachen Abstand zum Rim verstellbar. Die Positionierung der von vorne zu betätigenden Analog-Pedals ist in meinen Augen super gelungen und sämtliche Bedienelemente lassen sich ohne störende Knarzgeräusche eben bedienen. Die Lenkradform bietet zwischen den Oberschenkeln durch die Abflachung sehr viel Platz und der Lenkraddurchmesser von gut 31 cm ist für den GT-Langstreckeneinsatz oder eben in entsprechenden Hypercars optimal gewählt. Ein weiterer positiver Aspekt ist der längst überfällige Schritt hin zur PlayStation-Kompatibilität, die dann mit einem T598 mit dieser Wheelbase aus dem Bundle und dem Hypercar Wheel Add-on umgesetzt werden kann. Kapitel Nummer 10, Fazit und die Kaufempfehlung. In Sachen Kaufempfehlung spricht Thrustmaster jene Simracer an, die sich im Thrustmaster eigenen Ökosystem in Sachen Haptik und Materialqualität nach oben hin orientieren wollen. Und in diesem Punkt ist die Umsetzung des Hypercar Wheel Add-ons sehr gut gelungen. Auf den ersten Metern spürt man, dass dieses Wheel in Sachen Haptik die hauseigene Speerspitze bis dato markiert. Metall, Forged Carbon und ein mit Alcantara und perforiertem Leder überzogenes Wheel geben in meinen Augen keinen Anlass zur haptischen Kritik. All dies hat mit knapp 400 Euro eben für ein Lenkrad seinen Preis, aber ich finde, dass dieser mit Augenmaß angesetzt wurde. Mit 1,5 Kilogramm Lebendgewicht spricht die Power einer T818 Wheelbase auf alle Fälle für den Einsatz dieses Hypercar Wheels. Beim kleineren Bruder T598 müssen leichte Abstriche in Sachen Agilität hingenommen werden, das muss einem bewusst sein. Heißt aber nicht, dass die T598 nicht mit diesem Wheel klarkommen würde. In Sachen Ausstattung und Ergonomie bringt das Hypercar Wheel Add-on viele positive Aspekte an deine Wheelbase, die sich als Hypercar-Fan einfach richtig und somit passend anfühlen. Hier mit dem Pagani, wie gesehen, ein paar Runden drehen, das macht schon richtig Laune. Weiter so Thrustmaster, ich finde die Einführung von höherwertigeren Modellen zum noch bezahlbaren Preis sinnvoll, um das eigene Ökosystem nach oben hin zu erweitern.
Und jetzt seid ihr am Zug. Loggt euch bitte bei YouTube ein, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr vom neuen Hypercar Wheel Add-on haltet und ob dieses Wheel womöglich in deine nähere Auswahl kommen würde. Und hat es euch hier bei mir gefallen, dann wäre es super, wenn du einen Like und ein Abo dalässt, um unseren Kanal weiterhin zu unterstützen. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 11, das ist der Ausblick. Bei mir geht es weiter mit den Berichten rund um die SimRacing Expo 2024, da bin ich noch fest am Schneiden. Und weiter sind die SimiCube Active Pro Pedale bei mir angekommen und ich werde ein Video dazu aufbereiten, auch den Vergleich zu den SimiCube Active Ultimates für euch rausarbeiten. Willst du SimRacing Peripherie einmal live selbst testen und meine Beratung in Anspruch nehmen, dann heißt das Motto wie erwähnt buchen und besuchen. Stay tuned, stay safe, wie du meinen Kanal unterstützen kannst, findest du unterhalb in der Videobeschreibung. Es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße von eurem Ron.